Ich bin total happy, dass ihr meine neue Reihe Käseliebe genauso toll findet wie ich. Und deswegen geht es heute um die Königin aller Käsegerichte, und zwar Käsefondue. Eigentlich könnte man beim Käsefondue ja denken, super einfach, weil es ist ja nur geschmolzener Käse. Aber es gibt ein paar Regeln, die man beachten muss, die erkläre ich euch alle. Und vor allem die allererste Regel, kauft guten Käse. Geht in so einen richtig schönen Käseladen und sucht euch leckeren Käse aus. Ein klassisches Käsefondue besteht in der Schweiz aus zwei Sorten, und zwar Grayezer oder Gruyère und Vacherin. Man kann aber natürlich auch noch gerne mit einer anderen Käsesorte mischen, zum Beispiel Comté oder, was ich super gerne mag, ist Bergkäse. Eigentlich bin ich ja der Meinung, je älter der Käse, desto besser. Aber beim Käsefondue ist es nicht ganz so. Dieser Bergkäse hat jetzt nur 9 Monate. Dafür ist er dann noch einen richtig schönen Schmelz. Genug gequatscht, es geht erstmal los. Und zwar müssen wir den Käse natürlich entrinden. Selbst wenn man die Rinde mitessen kann, finde ich es beim Käsefondue nicht ganz so schön. Die schmeckt manchmal so ganz krass würzig. Und im Fondue finde ich es besser ohne. Ich kaufe meinen Käse in Neukölln übrigens immer bei Peppi Käse. Da wird man total schön beraten und es duftet und man darf alles kosten, das ist das Schönste. Ich habe da jetzt eine richtige Kundennummer mit Rechnung und so. Soll ich nicht mal kosten? Übrigens sollte man nach dem Käsefondue immer einen kleinen Spaziergang einplanen. Und sonst liegt man mit so einer fetten Käsekugel im Bett und kann nicht schlafen. Das ist das Schlimmste. Achtung, ein Lieblingsmoment! Boah, ist wie Käse. Ich habe ja gesagt, 200 Gramm pro Person ungefähr. Felix, das ist jetzt ein bisschen mehr, ne? Ein weiterer Lieblingsmoment, Achtung. Es ist wichtig, dass ihr den Käse vorher reibt, damit er im Topf richtig schön gleichmäßig schmelzen kann. Wie gesagt, eigentlich ein einfaches Gericht, aber man muss ein paar Regeln beachten. So, jetzt der letzte. Fondue ist ja so ein typisches Silvestergericht. Was gibt es denn eigentlich bei euch zu essen? Gibt es zum Beispiel jetzt Käsefondue? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr gern Käsefondue esst, welche Sorten kommen denn bei euch in den Topf? So, Achtung, letzter Lieblingsmoment, Felix. So, bevor ich zu lange in dem Käse wühle, kommt jetzt die Speisestärke dazu. Und zwar sorgt die dafür, dass das Fondue nachher richtig schön cremig bleibt. Und ich mische das Ganze schon vorher auf dem Brett zusammen. Nun können wir den Käse schmelzen. Und zwar habe ich zwei verschiedene Töpfe vorbereitet. Einmal ein schwerer Topf, in dem der ganze Käse flüssig gemacht wird. Und dann nachher diesen wunderschönen Fondue-Topf, in dem es serviert wird. Aber ich mache es immer so, dass ich das Ganze vorher auf dem Herd schmelze und dann nachher umschütte. Ihr könnt es natürlich auch gleich in dem Topf erhitzen, aber ich habe ausprobiert, es geht besser, wenn man es vorher in einem anderen Topf macht und dann umschüttet. Endlich darf der Käse in den Topf. Dann kommt jetzt Weißwein dazu. Beim Käsefondue ist es nicht so, dass der ganze Weißwein verfliegt. Deshalb, wenn Kinder dabei sind, nehmt einfach Brühe statt Weißwein. Dann aber noch ein bisschen Zitronensaft dazu für die Säure. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen würzen. Und zwar nehme ich dafür immer gerne eine Knoblauchzehe. Ihr könnt auch einfach nur den Topf damit ausreiben. Zum Beispiel so, wenn ihr nicht ganz so viel Knoblauch haben wollt. Aber ich finde das eigentlich total lecker. Deswegen reibe ich noch ein bisschen Knoblauch mit in den Topf. In mein Käsefondue kommt immer noch ein bisschen Creme Fraiche. Das verbessert die Konsistenz meiner Meinung nach auch noch. Und zu guter Letzt frischer Pfeffer. Flulu, flulu. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, dass das Ganze nicht anbrennt. Am besten nur mittlere Hitze. Habt Geduld. Als Fondue-Topf auf dem Tisch empfehle ich euch auch wirklich so einen schweren Keramiktopf, weil der speichert die Hitze ganz wunderbar und gibt sie dann gleichmäßig ab. Ich räume mir mal ein bisschen auf und dann kümmere ich mich schon mal um die Beilagen. Und zwar könnt ihr ganz klassisch eben so Baguette-Scheiben nehmen. Ich habe hier noch selbstgebackenen Roggenfladen. Sehr schön, wenn ihr es ein bisschen rustikaler mögt. Das Gute an so einem Brot ist, wenn es so flach ist, deswegen habe ich es extra so flach gebacken, dass überall Rinde dran ist, weil so Stücke ohne Rinde verschwinden ganz leicht mal im Fondue-Topf und an der Rinde kann man richtig gut den Spießer befestigen. Dann habe ich noch mehr Beilagen und zwar Birne, weil Birne passt natürlich total gut zu der Würzigkeit des Käses. Zwischendurch das Rühren nicht vergessen. Oh, jetzt guck mal, jetzt geht's schon los! Yeah! Übrigens habe ich gelesen, dass es eine Sage gibt, dass das Fondue früher ein Gericht für Mönche war, und zwar während der Fastenzeit, weil es war verboten, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und dann haben sie sich gedacht, gut, dann schmelzen wir einfach Käse. Fast ein gutes Diätgericht, ne? Für ein bisschen Farbe auf dem Fondue-Tisch habe ich hier noch eine rote Paprika. Das Gute ist ja, wenn man Gemüse ins Käsefondue dippt, ist es ja eigentlich dann Low Carb. Noch eine gelbe Paprika. Und was ich total cool finde, das muss man noch nicht mal aufspießen, einfach ein paar Chicorée-Blätter. Da kann man nachher den Käse so mit löffeln. Falls ihr noch mehr Ideen fürs Käsefondue braucht, zum Beispiel sind kleine Kartoffeln total schön oder Weintrauben, wenn ihr es süßer mögt. Eigentlich könnt ihr alles aufspießen und dippen, was ihr wollt. Beilagen ready. Gucken mal den Schmelz an. Ich gebe noch eine kleine Prise Salz in mein Käsefondue. Dann müsst ihr wirklich kosten, weil je nachdem, wie salzig euer Käse ist, braucht ihr das dann gar nicht mehr. Der Schweizer würde jetzt wahrscheinlich noch ein ordentliches Glas Kirschschnaps hineinschütten. Aber ich mag das nicht so gerne, deswegen habe ich es weggelassen. Aber wenn ihr Bock auf Schnaps habt, rein damit. Es ist wichtig, dass das Käsefondue einmal richtig aufkocht, auch wegen der Speisestärke, damit die richtig binden kann. Aber nicht zu lange, ne? Weil sonst wird es zum Klumpen im Topf.
Nun ist es einmal aufgekocht und man kann jetzt richtig schön sehen, wie es zu so einer ganz tollen, gebundenen, gleichmäßigen Masse geschmolzen ist. Dann würde ich sagen, können wir es jetzt umfüllen. Das macht mich so glücklich. Warte. Ach, perfekt von der Menge, oder? Nun darf ich endlich kosten. Der schönste Moment. Hinein! Achtung. Oha. Das einzige Problem an meiner neuen Käsereihe ist natürlich, dass die Probierszenen nicht mehr ganz so appetitlich aussehen, weil immer irgendwo Käsefäden sind. Sag ich ja. Boah, ist das geil! Wenn ich ein Gericht heiraten würde, dann wäre es Käsefondue. You wanna marry me? Das ist super mega köstlich und ich hoffe sehr, dass euch mein How-to-Fondue gefallen hat. Macht es auf jeden Fall nach und ich sage Tschüss! Auf den Käse!